Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei bei einer der Kette Kopf, in dem Fall 19. Anschlussung hat er 19. War gerade eben in Thüringen, Version 3.101. Ja, ich mache ein bisschen Hackschnitzel. Aufgrund des sehr schlechten Wetters und der Tatsache auch, dass es auch nicht reif ist. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Leider ist das so. Könnten wir so lange abhängen. Okay, da, ne? Ja, alle Fahrzeuge unterwegs. Hatte ich letztes Mal zwei Folgen gemacht, zugleich. Dadurch sind zwei unterwegs und noch eine mehr. Der erste schon eine Weile weg. Aber das fährt, ne? Kein Blocking, ne? Blocking ist immer so, weil ich achte, dass unterwegs irgendwas sein könnte. Ah, der erste kommt schon zurück. Aber bis er hier angekommen ist, dauert auch ein bisschen. Das mal mit dem Stumpenlärm wegmachen und dann gleich wieder Bäume. Weil Überladewagen ist in dem Sinne nicht schlecht. Habe ich auch mal aufgenommen? Weiß ich gar nicht jetzt. Weil dadurch können wir ein bisschen weiterarbeiten. Der, da. Mal gucken. Ja. Ja, so ist das halt, ne? So, wieder Bäume. Ja, nachpflanzen, mal schauen. Wenn es morgen noch so nass ist, also in-game zum Beispiel wäre eine Option. Ja, wenn noch nicht ernten geht, dann sowieso. Ansonsten, wenn ja Zeit ist im Herbst, ne? Ist voll. So. Leg mal ein Lenkrad, ne? Ha! Ich dachte, er ist schon da. Ja, der macht meine Ehrenrunde am Hof und fährt dann sie her, ne? Hätte auch den Kurs. Ob gleich, ja, die Spur muss ich folgen. Er ist ja hier oben irgendwo. Ja, Sonne ist noch lange nicht reif, ne? Aber das würde ich auch zum globalen Markt bringen. Und dort verkaufen. Und später den Diesel hierher bringen, ne? Um die Tankstellen hier mal voll zu machen. Das geht ja hier nur, entweder man kauft eine Tankstelle oder halt globalen Markt. Ist halt so. Na. So eng für ihn, ne? Traut sich nicht. Doch so weit oben, ne? Warte. Ist doch was. Und der nächste ist gleich da. 50, 43. Aber sehen tue ich nicht.
Oh, das war sogar eher, ne? Oder? Nö, das muss anders sein. Ja, Mittwoch habe ich heute. Halbzeit die Woche. Mann, bin ich froh. Aber soll nicht beklagen, meine Arbeit hat es gut. Ja, ich überlege krampfhaft mit dem Autokauf. Ja. Ich bin also kein Freund von Schnellentscheidungen oder sowas. Ja, weiß auch nicht genau. Passat fällt mir vor, ne? Obwohl ich ja eigentlich nicht so ein Freund bin, weil die alles teuer sind normalerweise. Aber ich muss die Erfahrung sagen, von meinem, was ich jetzt habe, das Ersatzteile halt sehr teuer. Und dann auf längere Sicht, wenn ein Auto mit Passat fährst, dann doch vielleicht billiger, ne? Vielleicht. Doch, Alter. Aber wie gesagt, das muss ich mir noch richtig überlegen. Preis war um die 40.000. Das ist eigentlich heftig. Auch für mich. Wenn man 2 Jahre sparen würde, wird es vielleicht eine gute Anzahlung geben, ne? Also ganz komplett. Komplett kriegt das nicht hin. Ist leider so. Wo ist das Ganze gepackt? 70.000 da und das Ding ist nicht mal halb voll. Wer weiß, wo das geblieben ist. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Schon ein Ding, also jetzt ist voll, aber er zeigt nicht voll an, ne? Schau mal. Naja, aber er macht es zumindest mit anderen Gerät voll und wird es gut. Dann ist er nebensächlich, denn er müsste ja was anzeigen, ne? Oder da oben, ja. Baumfeld. Aber ich schau mal, also ich habe gestern mal hingeschaut. Mein ein Punkt war gewesen und hat mir gefallen. 5 Jahre Garantie. Mit einem kleinen Aufpreis von 500 Euro. Und ich bin eher da von Erfahrung her so und sage, okay, besser ist man, ja, lieber ein Jahr länger Garantie. 100.000 oder Kilometer oder Entschuldigung. Oder 150.000. Ja. Ist aber ein Auto bei dem Preis. Kann man die Garantieverlängerung ruhig in Kauf nehmen. Denn es ist ärgerlich, wenn dann nach 2 Jahren und einem Tag was kommen würde, ne? Das wäre äußerst ärgerlich. Das wäre äußerst ungünstig, sagen wir so. Ja, das sieht leer aus, aber ist voll. Ist noch nicht da. Was ist denn hier los? Aber 4 Abfahrer reichen dicke aus. Also schon das. Der nächste ist auch schon da. Ja, wenn man alleine machen müsste, wie er halt so wäre, alles, ne? Helfer gibt es in dem ja so nicht, sondern nur. Entweder Kursplay oder Outdrive, ne? Oder Kursplay wird es auch machen, dann muss ich nur halt programmieren, ne? Ist ja halt so. Wäre aber an sich auch gut möglich, ne?
Aber der Helfer packt es nicht. Der macht im besten Fall die Felder halt. Ne? Der kommt nicht rum, der Traktor. Ein bisschen schieben. Hm. 42, 40. Wie so sauber das ist. Aber hier in Thüringen ist viel Regen. Gut, da liegt am Geomod, ne? Ich habe jetzt die von Sachsen genommen. Aber entweder hat es auch nicht gewirkt. Oder ist das gleiche. Ja, wieder voll, ne? So muss es sein. Einen größeren Radius nehmen. Ah, das schafft wenigstens, ne? Ich meine, Pappeln, das wird ja auch gehen. Aber da brauche ich ja auch eine Weile, bis es wächst, ne? Habe ich mir festgefahren. Nichts gemacht. Oh, naja, die Fehlermeldung. Okay. Also Hilf no Konstruktion to Ull. Das ist die Fehlermeldung. Entschuldigung, mein schlechtes Englisch. Ich kann keins. Ist wahrscheinlich vom globalen Markt. Kann es aber nicht zuordnen. Normalerweise schaltet der Mund schon nicht ab. Aber das Mal hat es mir getan. Ich habe es auch nicht okay eingegeben. Nicht bestätigt, kann man sagen. Weil es könnte sein, der Fehler sich mal wiederholt. Und dann könnte gleiche Reaktion sein. Ne? Wie gesagt, ihr seht ja das ja nicht. Ich sehe nur bei mir, dass der Bildschirm plötzlich Desktop kommt. Also. Und dann halt, ja, oder Aufnahme, kurz ruckelt, bei Aufnahmezeit 13 noch was, also 12, gut, sehr viele schauen so lange nicht, ist leider so. Ist auch nicht weiter schlimm, ne? Wer länger schaut jetzt, ja, ist auch okay. Ich denke mal nachher, das sind die neuen Karten, die interessant werden. Ne? Aber ich überlege ja auch, ob ich noch eine dritte Karte mache. Ja, aber Zeit. Ich möchte aber auch keine Karte aufgeben, Anführungszeichen. Ne? Weil ja, man kann ja so ein Spiel gleich ausreizen, in Anführungszeichen. Ne? Aber vielleicht müsst ihr das eigentlich machen. Keine hier. Um da die Klickrate zu erhöhen. Ne? Ich habe so festgestellt, was Neues da ist, dann ist Interesse gleich sehr groß. Klar, ist normal. Jeder will wissen, was los ist, was es Neues gibt, was da für Aktionen gibt. Kann ich verstehen. Aber halt,
Ich persönlich möchte gerne lieber eine Karte in einer Fertigbildkiste, das kriege ich sowieso nicht hin. Das ist zeitlich gar nicht möglich. Also, dann müsste ich rein theoretisch, ja, 9 Stunden am Tag, ne? Also viel ausgiebiger. Und das würde die, ja, das Interesse noch weniger darstellen, ne? Weil es keiner schafft. 7 Folgen die Woche ist schon recht heftig. Aber ich hoffe immer, dass immer ein Teil geguckt wird, ne? Gut, zweite Woche jetzt Hackschnitzel machen, ist auch blöd. Aber aktuell, es gibt nichts anderes zu tun zurzeit. Leider. Ja, erstens durch Regen, zweitens Ernte ist auch nicht trocken, ne? Was ich jetzt machen könnte, wäre schneller spielen. Guck mal, die Kühe machen zum Beispiel. Gesundheit. Oh, wird besser. So, nicht mal was Gutes kann man sagen, ne? Weil die waren nämlich bei 40%, jetzt haben wir 41%. Muss ich mal gucken, wenn sie dann höher sind, ob da ein Schlafen so hängt. Ich glaube ja. Und das ist dann schlecht. Gut, ich könnte ja die Zeit verkürzen halt nachts. Ja, also schnelles Vorspulen, ne? Also ich wünsche mir trotzdem schon mal einen schönen Wochenstart in der Woche. Zwar am Ende der Folge fast, aber besser spät wie gar nicht, ne? Ich vergesse es immer wieder. Sorry dafür. Ich habe mir heute so einen Beitrag angehört über Vitamin D. Das ist natürliches Produkt ist. Die allermeisten können das gar nicht selber bilden. Ich das so erfahren habe, ist über die B-Strahlung der Sonne. Und die Sonne müsste alle einen höheren Sonnenstand haben, also recht hoch sein. Also im Sommer könnte man das bilden über ausgiebige Sonnenbahnen. Also den ganzen Körper eine halbe Stunde ungefähr, da hätte man den Bedarf lange gedeckt. Aber das geht nur im Sommer, ne? Im Winter ist der Sonnenstand zu tief, da würde die UVB-Strahlung gar nicht durchgehen. Durch die Atmosphäre. Also ist da im Prinzip, ja, auf künstliche Basis angewiesen, ne? Also künstlichen Anführungszeichen. Man extrahiert es ja auch irgendwie mit Schwarzwoll, Fett, irgendwie sowas. Frage nicht so genau, ist aber irgendwann ist dann natürlicher Ursprung. Was wiederum gut ist, ne? Natürliche Sachen kann man ganz gut betragen, ne? Und was noch wichtiger ist, man kann sich da nicht überdosieren, weil Vitamin D wird dann im Körper umgewandelt in einen anderen Stoff und der ist wiederum für das Immunsystem wichtig. Gut, dass keiner darüber im Fernsehen jetzt Werbung macht, die liegt vielleicht daran, dass die Pharmaindustrie damit nichts verdienen kann, ne? Weil es halt ja, für jeden zugänglich ist, ne? Also preiswert in Anführungszeichen. Preiswerter wie jetzt zum Beispiel die teure Spritzen, ne? Aber da ist ja jeder selbst verantwortlich, kann entscheiden. Mache ich das oder mache ich das nicht? Wie hat der eine Kollege mal gesagt? Ich nehme an der Versuchsreihe nicht teil. Aber das muss jeder für sich rein entscheiden. Ist ja jeder verantwortlich auch dafür, ne? Also selbst verantwortlich. Jeder soll sich da entsprechend, ja, das fortbilden ist ja Quatsch, aber informieren halt, ne?
über die Vor- und Nachteile, ne? Und da sind wir alle reif genug. Ich habe nur heute gelesen, dass in USA und Kanada heute angefangen haben, bei Kindern Tests reinzumachen, ne? Ne. Ja, nichts für ungut, aber ich weiß nur, der Bill Gates darf es in Indien nicht hinwagen, ne? Da müssen sie verhaften. Er hat sich da äußerst unbeliebt gemacht, ne? Weil die Fehler experimentiert haben und meines Wissens halt nicht richtig informiert haben, die Wahrheit und so, ne? Teilwahrheiten und so, ne? Ja, ist nicht schön bei Experimenten, ne? Also, schau, das soll es auch schon mal heute gewesen sein. Dann mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier bei LS19, gerade in Thüringen. Tschüss.